Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Lange ist her, ich weiß, 2 Wochen, aber ich habe diese Pause dringend benötigt. Die ganze Arbeit und das ganze Drumherum, das hat mich einfach so fertig gemacht. Mein Körper hat mir Signale gesendet, Zero, du brauchst eine Pause. Also ich hatte von Brustschmerzen bis zu Rückenschmerzen alles. Ich konnte nachts nicht mal schlafen richtig, weil die Rückenschmerzen mich daran gehindert haben, nachts zu schlafen. Und da habe ich gesagt, nee, das heißt Pause. So, aber jetzt sind wir wieder da. Ich habe mich erholt. Mir geht es jetzt ganz gut. Ich habe tagelang nur League of Legends gezockt, nur für mich alleine. Und es hat mir wirklich, wirklich, wirklich gut getan. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Warum die Folge heute so spät kommt, ganz klar. Ich wollte unbedingt, dass die Inventare aktuell sind, damit wir ganz gechillt weitermachen können. Klar, das war jetzt pur Stress, innerhalb von wenigen Stunden die ganzen Videos nochmal durchzugucken. Aber jetzt ist alles in Ordnung. So, wir haben als allererstes Lord Huntington. Er hat aufgehört. Er hat noch bevor ich in die Pause gegangen bin, hat er gesagt, Zero, ich habe keine Zeit mehr. Das heißt, seine Dinge landen alle auf dem Marktplatz. Ich werde nachher gucken, was er in seinem Inventar hat und alles Wichtige in den Marktplatz reinkloppen. Das heißt, Geld, das wird sowieso verloren gehen, flöten gehen. Aber Beichtvaters Cromwells Lumpen werden auf jeden Fall im Shop landen. Sowie das Brami-Leder und die Kamera. Und wir verkaufen erstmal die normalen Gegenstände. So, sammeln wir dich mal ein. Zack, verbessertes Gleisgewehr können wir bauen. Nice. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir werden ganz gechillt erstmal anfangen, damit ich reinkomme und damit ihr wieder eure Anweisungen schön posten könnt. So werden wir es machen. So, haben wir hier irgendwas richtig Tolles, was in den Shop kann? Außer der Kamera Globus. Ja, BTK-Outfit ist auch nicht so der Burner. Aber wir haben Kronkorken ohne Ende. So, was hast du dabei? Ohne Ende Schaufeln, alles klar. Und Geld. Und du? Das Scharfschützengewehr. Ah, gut, 10. Kann eigentlich auch in der Vault bleiben. Das lohnt sich nicht. Normale Gegenstände, weg mit dir. War das jetzt ein Fehler? Nee, okay. Ah, doch. Sammle 150 Waffen. Ich habe gerade erst. Leute, ich komme gerade erst aus meinem Urlaub und dann drehen die wieder völlig am Rad. So. Stellt euch mal ganz kurz dahin. Ich hoffe. Ja, okay. Der war wichtig, dass der dabei ist. Okay, Leute. Ihr überlebt das. Wir wissen das alles. Ihr könnt das. Ihr seid Türsteher. Und die kriegen voll aufs Maul. Und das ist der letzte Einsatz für den Raketenwerfer für den dritten Golden Guy. Denn dieser geht jetzt an Julian, wenn der Kampf hier vorbei ist. Ja. Die bleiben halt nicht wirklich lange im Raum. Am längsten sind sie da. Das heißt, da müssen auf jeden Fall die stärksten Waffen sein. Oh, er ist umgefallen. Wobei der Raketenwerfer ist für die Verteidigung eigentlich nicht wirklich gut. Zumindest nicht gegen Todeskrallen. Da muss was Fetteres her. Aber wenn eine Ghule kommt, gegen Ghule sind Raketenwerfer tatsächlich gut. Es liegt daran, dass sie in so einer hohen Zahl kommen. Es kommen ja nur 3 Todeskrallen. Das heißt, es lohnt sich überhaupt gar nicht, für 3 Todeskrallen überhaupt den Raketenwerfer auszupacken oder den Nuklear-Ding ins Kirchen. So. Du musst gleich auf jeden Fall weg. Den Fatboy. Fatboy. Du kannst den Namen vergessen hier. Weil je höher die Anzahl der Gegner, umso. Oh, du bist hier angekommen. Nice. Je höher die Anzahl der Gegner, umso besser wird der Fatman. Das muss man bedenken. So, Golden Guy, dann. Tut mir leid. Ich muss dir eine andere Waffe geben. Die beste Waffe, die ich dir geben kann, ist diese hier. So. Wo haben wir denn den guten Julie? Bin auch gespannt, wer alles noch am Ball geblieben ist. 2 Wochen ist eine lange Zeit. Und es kann gut sein, dass der ein oder andere aus dem Projekt ausgestiegen ist. Aber wir kriegen das hin. Und eine Menge bekommen. Wie viel? Warte. Sekunden.
2 Tage, 8 Stunden. Das ist nicht unser Rekord. Unser Rekord ist, glaube ich, jetzt 2,5, ne? Oder war es schon 3? Ich weiß es gar nicht mehr. Bist du eigentlich. Ich glaube, das war 3. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3, ne? Oder 2,5. Schreibt es mir mal in die Kommentare oder in Discord, damit wir aktuell sind. So, sehr schön. Wen haben wir da noch? Genau. Ja gut, die ganzen blauen Sachen behalten wir auf jeden Fall erstmal. Und dann gucken wir gleich mal, was sagen unsere Quests. Gibt es schon wieder neue Event-Quests? Das ist hier die Frage. Oh, guck mal, eine geheime Mission. Können wir gleich machen. Nein, aus Coca-Cola entführt ist immer noch die aktuellste. So, der Höhlenkönig-Training. Tägliche Quest. Ist jetzt nicht der Burner? Hey, ich zeig euch jetzt nochmal alle Quests, die aktuell sind momentan. Dicht auf den Fersen sind wir immer noch dabei. Höhlenkönig-Training. Natürlich die wöchentliche. Könnten wir eigentlich mal mit unseren 3 Leuten machen, ne? Oh. 14. Okay, das, wir brauchen erstmal eine bessere Waffe für den Typen. Aber so, er soll sich erstmal erholen, ne? So, wen haben wir denn hier maximiert? Die 06. Sehr schön. Dann geh du mal A trainieren. Perfekt. So, du gehst natürlich zurück in den Raum. Ach, jetzt sind die hier abgehauen. Ich hasse das. Wo laufen die jetzt rum? Wir haben hier so eine riesige Wolte. Guck, kannst mal gleich hier bleiben. Da. Wir haben so eine riesige Wolte. Wir müssen erstmal die Leute finden. Es wäre cool, wenn man irgendwie die Leute direkt anweisen kann. Hey, wenn ihr aus einer Quest kommt, dann geht in diesen Raum. Das wäre cool. Aber wenn der voll ist, ist er voll. Es gibt so viel Potenzial in diesem Spiel, das nicht ausgeschöpft worden ist, was taktisch angeht. Aber ich meine, es ist ein Mobile-Game und es ist gratis gewesen. Also ja, was will man da machen? So, die Leute trainieren hier immer noch? Ich habe sie doch bestimmt gerade. Da, du bist schon mal fertig mit. Nee, du trainierst P. Dann haben wir hier Julian, der Stärke trainiert. Ich glaube, der wollte auf Stärke 5 gehen, ne? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich gehe mal kurz auf Discord. Und wenn ich hier lange nicht war, ich hoffe einfach mal, dass alles hier noch irgendwie ansatzweise übersichtlich für mich ist. Wir haben Julian das letzte Mal 400 abgezogen. Julian möchte Stärke auf Stärke A und L auf 5 bringen. Ja gut, dann ziehen wir mal Julian ein bisschen Geld ab. So. Ja, dann stell dich dahin, die Zigarette. Stell dich mal nicht so an. So, Spartan 2 hängt hier rum. Dann haben wir Soos, der trainiert noch fröhlich Stärke, um später im Reaktor zu arbeiten. Und die Deadline mit dem letzten Stärkepunkt. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal 1000 ab. So, damit ist er schon mal 1000 ärmer. Und das Gute ist, da wir jetzt 2 Wochen Pause hatten, ist jeder ziemlich steinreich, glaube ich. Ich gucke mal aufs Leaderboard. Leaderboard. So. Ja, es hat sich ordentlich Geld angesammelt bei einigen Leuten. Ich habe 20.000 gerade mal. Aber das merke ich mir mal. 20.831. Ich schreibe mir das mal. Oh, ich hab's ja hier in die Sporthalle gepostet, alles. Ich bin so doof. So. Ich schreib mir das mal hier hin. Weil Deadline hat gesagt, dass er keine 2% bekommt derzeit. Ich habe momentan Nachtschicht. Das heißt, ich bin genau dann wach, wenn wir die 2% bekommen. Ich werde das heute prüfen. Und dann werden wir Bescheid wissen. So, dann haben wir eine Questanmeldung von Julian. Ich würde gerne meinen Fatman ausrüsten und dann auf die Weekly Quest gehen. Okay, ich möchte noch einmal ganz kurz hier den Fatman testen. Jetzt kommen die nämlich. Ist das nicht unsere letzte Quest? Ja. Komm, wir gucken jetzt mal, ob die jetzt alle hier schön umkippen. Die Voltüren müsste maximiert sein.
Jetzt müssten sie alle eigentlich plopp umkippen. Wobei er seine Werte sind nicht wirklich gut, ne? Also. Ho, ho. Stimmt mir nicht so schnell weg. Aber guck mal, die kippen hier echt um. Einer ist durchgekommen. Naja, ansatzweise. Also ist halt schon eine mächtige Waffe. Und wenn Evil das schon easy hinbekommt mit seinen Werten, will ich gar nicht wissen, was die anderen so damit machen können. So, Julie. Die Frage ist, Julie. Du hast hier immer noch den Julian Junior. Du hast ihn immer noch nicht übernommen, aber er hat seinen E-Wert doch schon maximiert. Kann sein, dass er es schon gemacht hat, ich weiß es nicht. Er würde es mir schon sagen. Ich meine, der wird hier auch klarkommen. Außerdem muss er sowieso erstmal Level 50 kommen, sonst kann er die Weekly nicht machen. Und er kann ja erst rausgehen, wenn er seinen alten Charakter abgegeben hat. Also, rein theoretisch ist alles gut. Na gut, Julie. Dann machen wir die Weekly. Bin ich mal gespannt. Stimson Reds. Er nimmt 25. Und, ups. Und 4 mit. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. So, da du sagst, andere machen mehr als ich, sollen alle gestraft werden und ich hole mir die nächste Langstrecken-Lunchbox. Schick mich mit 25 Stims und 4 Ted raus. Ted. Ich weiß nicht, war das noch aktuell Deadline? Das weiß ich nicht. So, Hosenkobold, du möchtest gerne rausgehen mit 5 Stims. Das darfst du natürlich gerne machen. Hosenkobold. So, haben wir jetzt. Wir haben ja noch einen hier auf der Quest, ne? Ein geheimer Waffentest. Das müsste die Quest vom Pyro sein mit 15 Stims und 13 Red Away. Okay, gucken wir mal. Kann ja nur gut werden. Teste den Junk Jet an Gegnern. Das kriegen wir doch hin. Ohohoho, das ist groß. So, 13, 15 und 13. Ah, ist alles dabei. Sehr schön. Guckt euch mal dieses riesige Ding an, was er da rumschleppt, ey. Mal sehen, was das Schätzchen so drauf hat. Huch. Das ist eine komische Waffe. Ich meine, ich glaube, der schießt Bolzen, ne? Der müsste Bolzen schießen. Aber es ist eine verdammt langsame Waffe, wenn ich mir das so angucke. Ja, ich meine, es ist eine Waffe, die natürlich viel Schaden raushaut, aber ich glaube, man braucht auch die Werte dafür, um die richtig nutzen zu können. Wie viel Schaden macht die? 13 bis 15. Ah. Kommt man, wenn es einen besseren Junk Jet gibt, einen legendären vielleicht, dann könnte es was werden. Ach du Scheiße. Uiuiui. Das braucht viele, viele Schüsse. Ich frage mich, wenn wir hier eine andere Waffe finden, eine bessere, und die dann anziehen, dann ist ja eigentlich die Mission verkackt, oder? Schmeißt er uns dann raus, sagt er, hey, zieh den Junkjet an. Komm, wenn wir eine Waffe finden, testen wir das mal. Vielleicht ist da direkt eine Waffe drin. Vor allem diese Mission ist ja auch ausgelegt, dass man sie alleine macht. Mit dem Junkjet. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum da nur zwei Raider waren. Guck mal, da war schon mal eine Waffe. Ja, guck mal, wir testen jetzt den Junk Jet. Oh. Komm, testen wir das mal.
Komm, testen wir das mal. Okay. Der Junk Chat ist definitiv besser. Das sind dann 4 Schüsse, ne? Ich meine, klar, wir haben zuerst die Billo-Waffe genommen, aber... Und wir haben jetzt 3 Schüsse mit dem Junk Chat gebraucht, aber im Prinzip brauchen wir, glaube ich, 4. Ja, 4. Keine Ahnung, Leute. Das ist etwas, was ich in Fallout Shelter nie begriffen habe, dass es einfach so viele normale Waffen gibt. Es hätte eigentlich ausgereicht, wenn man eine Handvoll normale Waffen, doppelt so viele, also so, keine Ahnung, wenn man sagt, okay, es gibt 5 verschiedene normale Waffenarten, dann 10 seltene Waffenarten und dann, keine Ahnung, 50 legendäre Waffen. Weil im Endeffekt sind die Anfangswaffen einfach nur scheiße. Davon braucht man doch nicht irgendwie 20 verschiedene Sorten, oder? Naja, eigentlich müssen ja auch eigentlich dem Fallout-Universum treu bleiben und die Waffen aus dem Fallout-Universum reintun. Aber diese ganzen handgemachten Sachen zum Beispiel, diese handgemachte Pistole, die einfach schlechter ist als eine 10mm, die haben sie ja im Nachhinein eingefügt im Spiel. Frage ich mich, wieso? Wenn die normale Handfeuerwaffe besser ist, wieso? Wer baut sich denn sowas? Ich glaube langsam, Menschen sollten nie an die Oberfläche gehen. Niemals. Du hast da aber eine ziemlich schicke Waffe. Ich sag dir was, gib sie uns und wir lassen dich am Leben. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich könnte dich stattdessen auch töten und wir vergessen die ganze Sache. Meine Befehle sind eindeutig, keine Zeugen. Dann hast du aber ein kleines Problem, weil wir dich gesehen haben. Irgendwas müssen wir da jetzt tun, ne? Jetzt müssten wir 3 Schüsse brauchen, weil die ja einer mehr sind. Das heißt, wir brauchen, um den ganzen Raum zu clearen, 1 Schuss mehr. Kippst du? Leute, ich bin ein Mathe-Genie. Habe ich alles im Kopf verrechnet. Na, guck mal, mit ein bisschen besseren Werten hätten wir es vielleicht geschafft, ihn mit 2 Schüssen zu töten. Auf welchem Level bist du? 34. Wir haben ja gerade die Todeskrallen ziemlich fertig gemacht, ne? Beim letzten Mal, als sie kamen, haben wir sie nicht fertig gemacht und wir waren zu dritt in einem Raum. Da waren sie aber noch nicht Level 50. Das heißt, das Level hat auch mit dem Schaden zu tun anscheinend. Das sind Dinge, die ich damals nie irgendwie realisiert habe. Ich habe gedacht einfach nur, ja, höheres Level, leben wir halt länger. Ich glaube, da steigt auch der Schaden. Es dreht sich alles um Beute. Und ums Töten. Ja, mach du mal. Wie viel haben wir noch? Oh Gott. Mit dieser langsamen Waffe, das... ich fühle mich gerade, als will mich Fallout Shelter foltern. Mit einem Gebäude, das einfach so vollgestopft ist mit Leuten, bei denen ich jeweils 4 Schüsse brauche. Oh Gott! Ich glaube, wir brauchen noch einen Schuss mehr. Komm, weißt du was? Du bist so tanky, dich klopp ich weg. Hey, Schwede. Dieser Ort ist deprimierend, ja? Ist er wirklich? Oh! 2 Kakerlaken? Da war mehr im ersten Raum mehr. Lol. Ne, ich sag nichts dagegen. Finde ich gut. Es können mehr diese Dreierräume kommen hier. Und gerne mit 2 Kakerlaken. Ja, wie nimmst hast du doch? 11. Ah, das haut schon hin. Puh. Ist wirklich zäh hier drin. Sieh an. Ja, Kronkorken. Oh. Mikroskop.
Ich würde gerne hier eine bessere Waffe finden. Bitte drei Schüsse. Vier. Das könnten fünf Schüsse werden, ne? Nee, alles gut. Wir haben es über die Hälfte geschafft. Es sieht immer so aus, als wären die voll tanky, wenn so ein Teil einfach nur weggeht. Na klar, es sind die 13 Schaden. Wenn wir es schaffen, kontinuierlich 50 Scha 15 Schaden zu machen, würden die wahrscheinlich auch umkippen. Komm, Pyro, hau den weg. Guck mal, das sieht aus, als würden wir weniger als ein Viertel machen. Dabei ist es mehr. Das wird wahrscheinlich an dem roten Rand liegen, der hier noch ist. Es sieht nach mehr Leben aus, als es ist. Yay, zum Glück habe ich einen Volt als zu Hause. Ah, ich weiß ja nicht. Wenn du wüsstest, was ich wüsste, was in den Volts abgeht, du würdest dich nicht freuen. Für die ganzen Experimenten. Na komm, den Crit sparen wir uns auf jeden Fall für den Raider auf. Den können wir gebrauchen. Hier muss ein Fahrstuhl sein irgendwo. Na komm, mach das kleine Kakerlekchen fertig. Das ist gut. Kleinen Wiesen-Haralds. Ey, ja, die Waffe kann ich gebrauchen. Okay, wir haben die Mission schon mal geschafft. Kann ja nicht mehr viel schief gehen. So, jetzt ziehen wir den dann. Noch bevor der dich schlägt, wirst du ihn erschießen, weil du ein fucking Held bist. Okay, das lief nicht optimal. Wenn wir jetzt 15 Schaden machen, ist sie tot. Ach, komm! Das Glück hat mich verlassen. Hatte ich jemals eigentlich Glück? In diesem Spiel auf jeden Fall nicht. Oh, Rüstung. Was hast du derzeit an? Ah, die A3 findest du wahrscheinlich besser. Na, gehen wir weiter. Gucken wir uns mal hier oben um. Oh, ein leerer Raum. Wunderschön. Ah, noch ein Stim und du bist wieder bei deinem aktuellen. Nee, du bist mit 13 losgegangen, ne? Ach Gott. Wenn hier noch irgendwo ein Boss lungert. Stell dir vor, weißt du, ganze Vault voller billiger Gegner. Und am Ende steht dann da so eine Todeskralle und brauchst 50 Schüsse dafür. Ich glaube, 50 Schüsse würde er nicht hinkriegen. Vorher würde er krepieren. Bei seinen 10 Stims. Ja, komm, Pyro. Oh, jetzt nochmal 15 Schaden. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine Enttäuschung. Eine Lupe, komm, gib mir eine richtig gute Waffe. Ich bezweifle stark, dass sie so programmiert haben, dass hier irgendwelche guten Waffen rumliegen. Ich finde, das sieht immer so komisch aus. Er schießt einmal und dann guckt er sich erstmal eine halbe Stunde an. Joho, ich tanke einfach alle Schüsse. Ich frage mich, ob die Waffe einfach nur wirklich lange zum Nachladen braucht. Oder ob es wirklich Cooldown ist. Wer weiß, vielleicht ist die Waffe so programmiert, dass man nur gewisse Anzahl an Schüssen schießen kann. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der Crit, okay. Nächster Raum wird wieder easy. Jetzt hängen wir hier schon so lange rum. So. Ah, noch ein Raum weniger. Ah, Coca-Cola kann mir gestohlen bleiben, ich brauche einen Whisky. Ich habe tatsächlich mal Whisky probiert. Ich fand das damals. Ich gucke ja gerne so amerikanische Serien. Und die trinken da ja ständig Whisky und sind da immer ganz gechillt. Und denke, das muss ja voll chillig sein, Whisky zu trinken.
Habt ihr schon mal Whisky probiert? Alter. Alter, Whisky ist der pure Horror. Du nimmst einen Schluck und es fühlt sich so an, als würden deine Knospen auf der Zunge einzeln sterben. Einzeln. So richtig, du spürst richtig, wie sie explodieren. So. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das trinken kann. Vor allem habe ich dann so eine ganze Flasche zu Hause stehen gehabt und ich dachte, ja, nee, Whisky kannst du nicht trinken. Ja, und dann habe ich im Internet halt geguckt, wie man so Whisky trinkt. Ja, man trinkt Whisky halt mit einem Schuss frischem Wasser, also Quellwasser bevorzugt. Und habe ich probiert. Selbes Ergebnis. Keine Ahnung. Wer will denn schon, dass seine Geschmacksknospen auf der Zunge explodieren? Schmerzhaft explodieren. Also es ist wirklich... Ui. Ui, so stelle ich mir übrigens vor, wenn man Spiritus trinkt. Dass alles in seinem Mund einfach nur abstirbt. Keine Ahnung. Naja, und dann habe ich gedacht, oh gut, die Noobs probieren, machen Eiswürfel rein. Habe ich Eiswürfel reingemacht. Selbes Ergebnis. Es hat einfach keinen Unterschied gemacht. Habt ihr schon mal, alle die über 18 sind, Whisky probiert? Und wie war es für euch? Ist meine Zunge vielleicht einfach nur ein Weichei? Und keine Ahnung. Hält einfach nichts aus. Ach Gott, nein. Oh, da wird so viele spawnen. Ah. Ja gut, das ist der Boss, der Killer ist. Ja, Leute, ich würde sagen, holt euch einen Kaffee. Das wird jetzt hier ein langer Raum. Es sei denn, er stirbt jetzt. Nein. Komm, ruft. Nein, er ruft sie jetzt. Nein, ein Schuss hätte gefehlt. Viele. Zwei. Ah. Ja, jetzt kommt der Crit. Ja, jetzt brauche ich den nicht mehr. Ah. Naja, zumindest das. Und drei Schüsse pro Viech. Ich muss sagen, dieses Level, das nagt an meinen Nerven. Oh, zwei Schuss. Pyro, du bist mein Mann. Komm, nochmal zwei Schuss. Das kriegst du hin. Ich glaube nicht. Übrigens, ich habe Licht. Seht ihr das? Ich muss es doch perfekt positionieren. Aber ich werde jetzt von allen Seiten angestrahlt. Ist das nicht schön? Oh, geheimer Waffentest geschafft. Es waren tatsächlich zwei Quests. Teste an Gegnern, teste an Gegnern, teste an Gegnern. Haben wir gemacht. Ja gut, dann sind das jetzt wahrscheinlich drei leere Räume. Oder zwei leere Räume und eine Todeskralle. Das würde ich feiern. Ich möchte einfach mal so ein Level haben, das einen komplett trollt. Das sagt, ey, du könntest ja Stufe 6 rein mit Schaden 3. Gar kein Problem. Und dann kommen da drei Todeskrallen. Da würde ich mich freuen. Oh, hier ist die Todeskralle. Ah, na gut. Wir können sie one-shotten. Oder das hier ist schon der maximale Damage. Das kann auch sein. Komm schon, Pyro. Letzter Raum. Du packst das. Okay, nein. Das war schon der maximale Damage. Oder der halbe Damage. Vielleicht haben wir damals noch... Damals. Damals, als ich noch jünger war, vor 3 Minuten, da habe ich die Kakerlake getutschottet. Nein, nicht, das war maximaler Schaden. Oh Gott, endlich vorbei, die Quest. Oh, die Quest war so zäh. Uff. Alter. Einige Scheiße. Und dann bekommt man nur so eine Scheiße. Oh, warum? Alter. So, Leute. Wir haben es geschafft.
Hero ist durch mit der Qual. Ah, cool. Sammle Stims. Easy. Zack, zack. Sie gelöst. Gut. Julie wird Geld einsammeln für die Vault. Wir brauchen auch nicht mehr viel. Das heißt, viel musst du nicht mehr machen. Überlebe 4 Todes... Oh, das... Die kommt ja gerne jetzt öfters. Aber wenn man so eine Quest hat, Leute, da kommen sie seltener. Das heißt, wir werden jetzt erstmal seltener Todeskrallen haben. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen mit einer neuen Folge wieder. Und dann gucke ich mal, dass in Discord das Leben wieder erblüht. Und falls ich irgendwas vergessen habe, Leute, es ist möglich und es ist wahrscheinlich, dass irgendwas fehlt in euren Inventaren, schreibt es mir. Oder dass ich irgendwas vergessen habe im Sinne von, ihr habt es geschrieben und ich wusste nicht, ob es aktuell ist. Ja. Schreibt am besten, wenn ihr gerade noch was vorhabt, schreibt es am besten einfach nochmal. Oder schreibt mir Zero und hier und da, hey, Zero, du bist der Größte. Ja? So, solche Sachen möchte ich gerne hören. Leute, haut rein, euer Zero. Tschüss.